So, hallo zusammen. Schaut raus, es ist schönes Wetter, Sonne scheint. Heute machen wir einen C43. Der ist angegeben mit 367 PS. Und wir geben dann an mit Rennfilter um die 420. Der Kunde tankt 102 Oktan, das heißt, ich habe da noch ein bisschen Spielraum nach oben. Und ich denke, dass wir da etwas höher kommen wie 420 PS. Jetzt gehen wir mal raus zum Auto, machen mal die Messungen 0 auf 100, 100, 200, die Leistungsmessung mit dem Insoric. Und dann schauen wir uns das Ding mal an. So, bei dem C43 hier, ist 2017er Baujahr, ist es so, dass man das Steuergerät nicht rausmachen muss. Es geht alles über den OBD-Stecker. Das heißt, Gerät anschließen, ECU identifizieren, einfach auslesen. Bei Lesen seht ihr hier, dass es ein virtuelles Lesen ist über OBD, weil über OBD die Lesefunktion am Steuergerät gesperrt ist. Das heißt, das geht nicht. Was hier gemacht wird, ist, es werden die Softwarestände verglichen. Das heißt, es wird geschaut, was für ein Softwarestand drin ist. Und wenn der auf dem Server von dem Gerätehersteller liegt, zieht er den automatisch runter. Ich kann den bearbeiten und schieße den über OBD wieder rein. So, die Software ist jetzt ausgelesen. Aber bevor wir die jetzt machen, messen wir das Ding jetzt mal. Gucken wir, was er Leistung hat. Und dann gucken wir, was er später hat. So, Pipo, dann fahren wir mal los. C43, hä? Anschnalle. Guck, hier hat niemand so ein Ding wie in Abu Dhabi, so ein Schnäppel dafür. Ja, gut. In Deutschland schnallen sich alle an, hä? Die haben Schiss vor der Polizei. Weißt du, was gut ist? Hm? Der tankt 102. Der weiß, was gut ist. Also für Serie ist echt laut, du. Schon mal ein C43 gemacht? Ah jo, freilich, schon ein paar. Das ist ein guter Motor, du, der 3 Liter. Der kann was. Also es ist echt alles schön eigentlich an dem Auto, muss ich schon sagen. Bis auf das Display da in der Mitte, das ist nicht so meins irgendwie. Das sieht so aufgesetzt aus. Ja, wie so nachträglich was hingemacht. Nicht schön. Oder was meint ihr? Neuere Modelle, geil. Richtig geil gemacht. Aber das ist sowieso nachträglich noch was hingemacht, weil sie was vergessen haben. Wie so TomTom. Wie ein TomTom. So, Pipo, dann messen wir mal, hä? Ja. So, Kinas. 0 auf 100, 4,95. 100 auf 200, 13,08. Jetzt machen wir Software drauf. Und dann gucken wir mal, was das Ding so macht, wa? Was glaubst du, Pipo? 420. Ja, ich denke auch so 430 PS wird das Ding machen und so. 2,5 Sekunden schneller, 100 auf 200 müsste der eigentlich sein. Aber das sehen wir gleich. So, Pipo, die erste Auswertung, Eingangsmessung C43 haben wir 369,2 PS und 516,7 Newtonmeter. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, und jetzt machen wir die Software drauf, gehen nochmal messen, checken die Zeiten 100, 200, 0 auf 100 und dann gucken wir mal, was da rauskommt aus der Rakete. So, von den Kennfeldern ist es natürlich genauso aufgebaut, natürlich wie andere Mercedes V8 oder so, ja, weil es ist eine Bosch-Steuerung, EMED17, das heißt, Südwinkel-Kennfelder sind gleich aufgebaut, das ist ziemlich ähnlich. Hier haben wir zum Beispiel VMAX-Begrenzung, ja, das ist alles VMAX-Begrenzung. Das ist die Maximaldrehzahl. Das sind auch Überwachungen für Drehmoment. Dann haben wir hier wieder natürlich Kennfeld optimales Motormoment, praktisch anhand von Drehzahl Maximalleistung, also Drehmomentbegrenzung nennen die das. Das haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal hintereinander. Das sind die verschiedenen Modis. Dann haben wir die Sollfüllung. Sollfüllung nochmal für euch, das ist praktisch das Kennfeld, wo vorgibt, wie viel Füllung gefahren werden soll. Und anhand von dem orientiert sich das Steuergerät und versucht dann den Ladedruck aufzubauen. Wir haben natürlich auch Ladedruckbegrenzungen, die wir hier mit berücksichtigen müssen. Sonst wird er das nicht zulassen. So, hier zum Beispiel haben wir das Kennfeld von der modellierten Abgastemperatur. Also
Das haben ja alle neue Fahrzeuge, die haben ja keine Sensoren mehr. Gut, die ganz neuen mit OPF haben wieder einen Abgastemperatursensor für den OPF. Aber hier zum Beispiel jetzt mache ich das so, dass das Auto auf jeden Fall nicht mehr sieht wie 992 Grad. Somit wird er auch nicht so viel im Bauteileschutz einspritzen. Und alles läuft super. Hier auch sehr interessant, das ist auch für das Schubknallen hier in der Zeit. Das sieht alles nach Bahnhof für euch aus, weiß ich, aber ich komme da durch. Das hier ist Lambda-Fahrerwunsch, das heißt, das ist das Lambda anhand von Drehzahl und Füllung. So, dann gucken wir mal. Lambda Bosch, hier, das habe ich jetzt eingestellt auf unter Volllast 0,85, ja. Das reicht, sobald er dann Temperatur ein bisschen bekommt, springt er dann über in den Bauteileschutz Lambda und fährt dann 0,82, dass einfach alles kühl bleibt. Mehr wie 82 brauchen wir nicht. Ja, sonst gibt es da nicht mehr viel. Ein paar Drehmomentbegrenzungen noch. Und dann spielen wir das zurück, Bibo. Hä? Machen wir. Also, ich wäre soweit. Dann lass uns an das Auto gehen, spielen wir das über die Nei, gehen wir schnell Messe, guck mal, 100, 200 und so Zeug, ne? Du weißt schon. Also auf geht's, Gott! 100, 200, 10,1. 3 Sekunden schneller. Bibo, das Ding hat schon ein bisschen Dampf jetzt. Jetzt machen wir schnell die Messung, dann machen wir ein bisschen abkühlen und dann messen wir nochmal 0 auf 100, 100, 200. Okay? Sollen wir das so machen, ja? Machen wir so. Ich kann da sagen, 0 auf 100, 4,3, 100 auf 200, 9,95. Das heißt, über 3 Sekunden schneller von 100 auf 200. Dann hat er mit Sicherheit 430 bis 440 PS, denke ich mal. Aber das werten wir jetzt gleich mal aus. Und dann sieht man es ja. Was? Richtig? Richtig. So, Pipolino. Dann gucken wir mal Ausgangsmessung. Also nur Software haben wir 433,9 PS und knapp 600 Newtonmeter. Also ihr seht es hier ganz genau, also das Gestrichelte praktisch war die Radleistung vorher, das gestrichelte Rote war die Motorleistung vorher, das Blaue durchgezogene ist jetzt die Radleistung. Das heißt, wir haben jetzt mehr Leistung am Rad wie vorher am Motor und kommen so auf die 600 Newtonmeter und 433 PS. Deswegen geht das Ding auch fast 3,5 Sekunden schneller von 100 auf 200. Also sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, Freunde. Es ist 20 vor 9. Ich habe zum Kunde gesagt, dass das Auto um 6 fertig ist. Es ist 20 vor 9. Er kommt jetzt gleich. Aber ist ja nicht schlimm, weil in der Zeit habe ich ja andere wichtige Sachen noch gemacht. Ich habe immer was zu tun. Und dann gibt man jetzt dem Kunden das Auto zurück. Der wird sehr zufrieden sein, weil der C43 läuft jetzt einfach mal Bombe. Das ist vergleichbar, sagen wir mal, fast mit einem C63, weil ein C63, gerade der neue mit OPF in Serie, fährt so eine 9,7. Ja. Und ich meine, das Auto fährt jetzt auch eine 9,9, 9,8. Und C63 aufgepasst, wenn er einen weißen C43 sieht, gell? So, komm, wir gehen mit dem Auto jetzt.